Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel, zurück zum SCB Verse Report, diese Woche an meiner Seite der Weezen. Und ja, wir haben natürlich ein Hot Topic wieder für euch. Die Woche ging schnell rum nach der Gamescom, ne? Und es ist eine Menge passiert, nämlich Alpha 2.5 ist live. Lang ersehnt, ja. Ne, würde ich sagen, sollte ja auch schon kurz vorher starten, aber sie haben es jetzt geschafft, direkt nach dem Event es zu starten und schaut euren Launcher an, guckt, ob ihr updaten müsst, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, und es gab viele neue Features, dazu wird es auch nochmal einen Progress Report geben, den werdet ihr beide machen, ne? Weezen und Sawyer. Wir geben euch nur ganz kurz so ein paar Features, ein paar Updates dazu, also Grimhex, die Piratenstation und für alle Gesetzeslosen, die wurde ins PU implementiert, ist jetzt also verfügbar, wenn ihr sie denn findet. Und das Gesundheitssystem, das Schadenssystem wurde ja nochmal überarbeitet, damit die Treffer auch besser sitzen. Dann haben wir ein verbessertes Landesystem, so Augmented Reality mäßig, gehighlightet für den Piloten. Das ist drin. Dann natürlich die Misk Reliant Core Version als Starterschiff. Second Tier Level ist drin. Wir haben zwei Varianten der Argo, des Utility Schiffs mit Transportcontainer und Personentransport. Genau. Das Itemsystem 2.0 wird auch, ja, wie versprochen, weiter Schritt für Schritt ins Spiel implementiert. Und zu guter Letzt eine neue Schiffswaffe. Size 5, Behring M7A Laser. Wir haben ihn selber noch gar nicht getestet. Vielleicht eine gute Waffe, um sie an den Vanguard ranzubauen beispielsweise. Ja, du hattest die Conny auch schon irgendwie im Kopf. Oder die Conny, ne? Ja. 4 Stück kosten nur ein bisschen das gute Teil. Vielleicht erstmal leihen lieber, bevor man es gleich kauft und mal testen. Ja, sonst würde ich sagen, gibt es auf der Citizen Base noch einen Artikel zu den bekannten Problemen. Und wenn euch natürlich Probleme auftauchen, dann benutzt doch bitte den Issue Council, damit die Entwicklung vom Patch schnell voranschreiten kann. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Weekly Updates. Und ja, wie gesagt, es wurde ja alles umstrukturiert. Und sowohl Around the Verse als auch Reverse the Verse beziehen sich jetzt immer auf das gleiche Studio. Diesmal befinden wir uns in Frankfurt bei Foundry 42. Und Gastgeber waren diesmal Brian Chambers und Dan Truffin. Dan Truffin, genau. Und es ging natürlich am Anfang erstmal um die Gamescom 2016. erfolgreich, aber natürlich sehr, sehr anstrengend. Das ganze Team weltweit von CIG hat die Präsentation zusammengezimmert. Ja, und da waren sie auch wirklich sehr erfolgreich, haben uns dann auch mit überrascht an dem Freitag, an dem besagten Freitag im Gloria Hotel. Theater, nicht Hotel. Genau. Ich bin schon wieder im Hotel, weißt du? Und ja, sie haben auch noch darüber berichtet, beide, dass der Messestand tatsächlich wirklich sehr oft überlaufen war, bis zu 3 Stunden Wartezeit manchmal. Es gab viele Bäcker, die vor Ort waren, aber auch viele neue Leute, die interessiert waren an Star Citizen. Darüber haben sie sich am meisten gefreut. Da gibt es sogar sehr sympathische Fotos auf der MSI-Seite zu dem Gamescom-Stand und da sind bestimmt viele Leute von euch drauf. Guckt mal rein, vielleicht fehlt ihr euch wieder. Es sind wirklich sehr hübsche Fotos geworden, ja, die sie da reingestellt haben. Hat sie auch sehr gefreut, ne? Dass alle irgendwie dass der Ansturm da genau war. Also es war wirklich zu merken so. Natürlich am ersten Tag war es noch ein bisschen ruhiger, ne? Das war internes Messepublikum, aber dann wurde es immer voller, ja, und Tag die Schlangen Tag gingen Tag dann irgendwann einmal um das ganze Karree rum. Es war auf jeden Fall erfolgreich, würde ich sagen. Naja, und jetzt nachdem 2.5 live ist, wird natürlich jetzt der Fokus tatsächlich schon auf 3.0 fallen. Und dann gab es ein Behind-the-Scenes auch in dem Zusammenhang. Und was wir schon auf der CIG-Präsentation sehen konnten von dem sogenannten Questgeber. Und Miles Eckert hieß der Gute, ne? Den Namen habe ich mich gerade versucht zu finden. Miles Eckers heißt der Gute, der war ganz schön zwielichtig. Etwas dubios, bisschen so grummelig sah der. Ja, so eine Mischung aus dubioser Gebrauchtwarenhändler und Zuhälter. Irgendwie sowas dazwischen, also kein Typ, mit dem man gerne Geschäfte macht. Aber das ganze Ambiente war natürlich da bei diesem Deal schon sehr, sehr spannend. Und auch zu sehen, wie dieses ganze System funktioniert. Ja, vor allem, weil sie halt auch selber sagen, und das sieht man auch in der ganzen Aufmachung, sie wollen möglichst reale Charaktere schaffen und das haben sie halt auch bei ihm probiert und auch geschafft, meiner Meinung nach. Das Ganze dauert tatsächlich bis zu 2 Wochen, so ein Prozess, bis so ein Questgeber fertig wird. Es gab auch... Ich überlege gerade so die Stufen, ne? Am Anfang natürlich steht das Konzept, ja, man muss genau planen, was eigentlich Inhalt ist der ganzen Szene, dann beginnt das Motion Capturing, dann muss man die Aufnahmen zusammenfügen und zu allerletzt... Beleuchtung. Beleuchtung natürlich. Ja, Beleuchtung und alles, was da so mit dazugehört, um die Atmosphäre
ja, spannender zu machen. Und das wird dann alles zusammengefügt und das dauert dann wohl bis zu 2 Wochen, haben Sie gesagt. Tja, da denke ich mal auch, dass dann so diese Prozesse im Laufe des Spiels wahrscheinlich immer schneller werden. Aber jetzt so diese Integration hat 2 Wochen gedauert. Man muss natürlich auch überlegen, nur das Aufnehmen ist es nicht. Das Ganze muss integriert werden, muss dann auch stabil laufen. Dementsprechend die Entwicklungszeiten. Dann gab es auch so kleine Live-Sequenzen da drin oder so kleine Kommunikationssequenzen über Bildschirme oder später über das Mobiglas halt auch. Da wird es so sein, dass es jetzt noch quasi Videos waren, die eingespielt wurden. Später wird das dann in Echtzeit gerendert, diese ganzen Gesprächsübertragungen. Genau. Live in der Engine dann sozusagen, dass das Ganze dann auch dynamisch wirkt und auch ist, ne? Macht dann natürlich auch eine Entwicklung von so solchen Sequenzen viel, viel schneller, wenn das dann möglich ist, das in der Engine zu berechnen. Ja, und Sie haben auch gesagt, darauf haben Sie Wert gelegt, dass das nochmal erwähnt wird, quasi, dass der Gute, die Augenbewegungen, die er gemacht hat, dass die alle vom Darsteller selbst kamen. Und das ist halt auch das Tolle, das haben wir auch damals nach der CitizenCon so hervorgehoben, ne, beim Performance Capturing, Motion Capturing, dass du halt wirklich auch siehst, wie sich dann eine Pupille bewegt. Und also das hat er auch gut geschafft, dieses Zwielichtige reinzubringen. Ich bin mal gespannt, wie weit es da noch geht, weil jetzt so die wirkliche Iris-Bewegung habe ich jetzt noch nicht erkennen können, aber vielleicht... Die Iris. Die Iris-Bewegung habe ich nicht erkennen können, aber ich denke mal, das kommt dann noch. Ja. Da wird bestimmt noch dran rumpoliert. Ja, und sonst ging es dann um das Sumption-Modell, was ja die ganze KI-Interaktion darstellt. Ja, also das Verhalten von Charakteren in Bezug auf andere Charaktere, auf uns als Spieler, auf politische, wirtschaftliche Situationen und ja, überhaupt der Missionsverlauf. Ablauf der Mission. Genau, auch das ist super wichtig, dass die KIs dann wirklich reagieren und wir halt nicht immer nur einen Wechsel haben aus Mission bestanden oder nicht bestanden, sondern je nachdem, wie man sich anstellt, werden sich dann dementsprechend auch die KIs darauf einstellen und so mit einem dann reden. Ja, und wenn du als Spieler zum Beispiel Schiffsreparaturen durchführen kannst, das wird dann auch dein KI können. Der lernt dann von allem. Genau, der lernt dann. Du machst dann quasi eine Ausbildung auch mit ihm. Oder wenn du jetzt für dein Schiff noch andere Leute brauchst, andere KIs oder NPCs, die kannst du dann auch trainieren und damit sie dann letztendlich dich unterstützen können in deiner Mission. Und dann haben sie noch darüber gesprochen, wie viele KIs sich in den Räumen aufhalten können. Und da gibt es quasi eine Definition, kleine Räume, Besenkammer sozusagen oder Hangardeck. Dazwischen gibt es eine ganz große Palette an Möglichkeiten. Je nachdem, wie groß der Raum ist, umso mehr oder umso weniger KIs sind drin. Ist einfach total sinnvoll, dass die sich nicht halt alle irgendwo in der Kammer verlaufen und am Ende hat man so eine Kammer voll mit 80 KIs. Das soll nämlich nicht passieren, deswegen ist das begrenzt. Und da gibt es nochmal eine Begrenzung in dem Bereich, dass eine KI, je nachdem wie aufwendig sie ist in der Darstellung, können dann halt so und so viele KIs auf dem Bildschirm erscheinen. Ja. Derzeit sind es 40. 40, ne? Genau. Sind es derzeit ohne Probleme, aber ich kann mir natürlich jetzt auch vorstellen, wenn das jetzt irgendwie ein Wendel-Hauptcharakter ist, der eine große Rolle spielt, der aufwendig gestaltet ist, dann kann es natürlich ein bisschen weniger werden. Genau, würde Sinn machen. So, dann sind wir auch schon bei den Videos, ne? Das war es eigentlich zu Reverse the Verse auch. Unsere Videos, ja, wer sie noch nicht entdeckt hat, wir haben verschiedene Interviews gemacht mit Brian Chambers, mit Todd Peppy, mit Chris. Und da nochmal ein Danke auch an euch natürlich, weil die Community-Fragen, die wir hier auf dem Channel gesammelt haben, kamen, glaube ich, auch von deren Seite sehr, sehr gut an. Und ich glaube, sie hatten sogar ein bisschen Freude am Interview. Oh, das glaube ich aber auch. Wirkte zumindest so, waren sehr, sehr gute Antworten. Schaut es euch noch an. Wir haben es natürlich auf Deutsch und im Original jeweils gepostet. Wobei von Sandy, der noch folgt, das Voice-Over, ne? Das kommt noch, genau. Also Chris Roberts haben wir jetzt in beiden Sprachen, Todd Peppy und den Brian Chambers haben wir. Sandy Gardner folgt so schnell, wie es geht. Ja, dann was gab es noch für Videos? Ja, unsere Vlogs, unsere spaßigen Vlogs, da hatten wir eigentlich am meisten Spaß. Genau, da hatten wir einmal die Anfahrt natürlich, dann die ganzen Tage und dann auch nochmal die CIG-Events so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel gezeigt. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, um uns ein bisschen näher zu kommen. Und auf jeden Fall wird es auch ein neues Video geben, das werden Dosa und du machen, ne? Zur Terrapin. Das haben wir schon gemacht. Ach, das habt ihr schon gemacht? Ja, wir sind ja schon Q&A Teil 2. Ach, Teil 2 sind wir ja schon, stimmt, Teil 2. Entschuldigt, genau, also Teil 1 und 2 gab es den Fragen-Antworten-Katalog. Genau, ich dachte, ihr habt... Nee, wir haben es schon, geschafft jetzt. War letzte Woche sehr, sehr viel mit der Gamescom. Genau. Stoff abarbeiten, aber wir haben diesen Teil schon. Ist auf jeden Fall wieder lustig, weil die Leute ringen darum, wozu eine Terrapin da ist. Und natürlich wollen sie alle damit Sachen einsammeln. Naja, schaut es euch an, dann werdet ihr erfahren, wozu das gute Schiff wirklich da ist. Ja, denn es gibt nur ein Bett.
teilt euch ein. Dann haben wir noch, den wir vorstellen wollen, von unserem lieben Zeus, einen Fan-Trailer, The Odyssey, der ist auch verlinkt, den könnt ihr euch auch anschauen. Ein sehr, sehr schön gedrehter, aufwendig produzierter Star Citizen-Trailer aus unserer Community. Schaut es euch auf jeden Fall an, lohnt sich, der hat sich wahnsinnig Mühe gegeben, ja, mit den Bildern. Zeigt alles zur Alpha 2.5, also die ganze Stimmung und was im Moment spielbar ist, also den Umfang dieser Alpha-Version. Genau, und dann müssen wir jetzt, apropos Interaction, ne? Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch was nachholen, was der liebe Sawyer letzte Woche vergessen hat. Psst, darfst du nicht verraten. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen reinreiten. Schön reingeritten. Das ging an dich, Sawyer. Ja, wir wollten nämlich von euch wissen, wie fandet ihr denn die CIG-Präsentation? Hat sie euch gefallen? Was hat euch überrascht? Was hat euch am meisten gekickt? Was hat euch vielleicht gefehlt? Falls zum Beispiel Squadron 42 für euch ein Thema gewesen wäre, seid geduldig, kommt auf jeden Fall auf der CitizenCon. Wir werden dieses Mal ein Google Plus... Diesmal schalten wir es wirklich und ihr könnt natürlich auch gerne drunter kommentieren und sagen so, ey, das war total super, das fand ich ein bisschen langweilig, hier hätte ich mehr erwartet, hier habe ich mich gefreut über den Ausblick, wo es hingeht. Genau, das ist sozusagen die Umfrage, die jetzt startet. Und genau, in diesem Sinne sind wir auch durch. Mhm. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir freuen uns darüber, wenn ihr uns kommentiert, wenn ihr uns liked oder auch disliked oder einfach sagt, so, das habt ihr vergessen oder ich würde gerne das und das sehen. Ja, ihr könnt gerne da einfach uns schreiben, uns kommentieren. Und sonst, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann natürlich könnt ihr euch auch mal Patreon anschauen. Genau, da würden wir uns auch sehr drüber freuen, wenn ihr uns als YouTuber unterstützt. Und wir haben auch immer kleine, nette, feine Gimmicks dann für euch. Und als großes Dankeschön senden wir euch an dieser Stelle ein... Ah ja, genau. See you on the flight deck! Mein Gott, fast vergessen.